Freunde, heute im Video geht es um die Jägerei oder besser gesagt hier, was habe ich in meinem Flüsterjagdrucksack alles dabei, das möchte ich euch heute mal zeigen. Warum Flüsterrucksack? So ein Rucksack wie dieser hier, der ist vom DJV Shop, ja, der hat keine Metallteile und ist quasi komplett aus Loden gefüttert und Leder. Und damit quasi völlig geräuschlos, ja, zu öffnen, zu schließen und zu tragen. Das ist eine tolle Sache. Aber jetzt werfen wir mal einen Blick innen rein. Beginnen wir gerade mit dem Rucksack selbst. Wie ihr seht, hat er hier keine Metallteile, sondern nur gefütterte Lederriemen. Im vorderen Bereich hat er nur Knöpfe, die lautlos zu öffnen und zu schließen sind, und vorne ist er noch mit zwei geräumigen Taschen versehen. Der erste Blick, der führt uns hier durch so einen super coolen Reißverschluss an der Seite. Da brauche ich nämlich nicht immer den Rucksack von oben öffnen, sondern hier, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Thermoskanne kommen möchte, da freue ich mich jetzt schon auf den warmen Tee nach dem kalten Ansitz, dann kann ich den eben hier auch rausholen, genauso die Signalkappe oder die Signalweste oder andere Teile. Ja, mit das Wichtigste in kalten Ansitznächten oder in den Bergen oder jetzt bei Minusgraden, das ist, dass man warmes Getränk mit sich führt, ja, und das gibt einem dann auch wieder richtig Power. Cheers! Die vorderen Taschen sind sehr praktisch. Da ist nämlich auch eine Reißverschlusstasche drin für Papiere, Munition und so weiter. Die kann man rausklappen. Vorne habe ich immer dabei Hygienetücher. Gilt auch im Wald. Ein Mikrofaserputztuch für die optischen Geräte. Eine Bergehilfe, um leichtes bis mittleres Wild zu bergen. In der zweiten Außentasche befindet sich wieder eine Reißverschlusstasche. Hier sind die Jagdpapiere drin, was er natürlich unbedingt braucht auf der Jagd, egal ob er eingeladen sind. Ja, das ist einmal euer Jagdschein. Die Waffenbesitzkarte mit euch führen müsst ihr noch, wenn auf Drückjagden sind, ein Schießnachweis, und bei mir ist es eben der Wildtierschützer-Ausweis, früher Jagdaufseher-Ausweis. Dann laufen wir mal einen Blick in das Hauptfach. Das lässt sich schon mal sehr weit öffnen, was ein riesengroßer Vorteil ist. Hier habe ich dann immer noch eine Tasse dabei, um mir auch einen Tee warm machen zu können oder was zu kochen. Ganz wichtig auf der Jagd ist natürlich hier die Erste-Hilfe-Ausrüstung, die darf gar nie fehlen. Die seht ihr ja in einem anderen Video, was ich da alles dabei habe. Dann habe ich noch meine Arbeits- und Bergehandschuhe dabei. Dann auf Drückjagden Vorschrift, eine Signalweste, Signaljacke zum Überziehen. Dann auch ganz wichtig, ein warmes Sitzkissen. Dann habe ich noch dabei so ein Bear Grylls Multitool. Da ist auch eine Taschenlampe dabei, ein Feuerstarter. Aber wichtig ist eben dieses Multitool selbst, wo man auch mal irgendwo an den technischen Geräten oder am Gewehr oder am Fernglas oder sonst irgendwo mal was reparieren kann. Dann im Winter und vor allem in den Bergen habe ich immer hier wenigstens so einen Z-Liner dabei, so ein Poncho, ne, als sozusagen wärmende Komponente. Dann nochmal zusätzlich ein Verbandspäckchen für schwere Schussverletzungen für die Kameradenhilfe. Dann so ein Mora Backup-Messer.
Und hier nochmal extra verpackt das sonstige Equipment. Da ist mal wichtig drin, als erstes hier eine Stirnlampe. Stirnlampe ist für Jäger sehr wichtig, weil man ja oft dann beim Bergen von Wild, beim Nachsuchen von Wild mit den Händen arbeitet und deshalb die Hände auch frei haben sollte. Dann habe ich noch zur Sicherheit dabei so ein Bodywarmer, so Heatpacks. Dann so ein Signalband, um einen Anschuss zu markieren. Das heißt eine Stelle, wo dann mit dem Hund zum Beispiel verletztes Wild nachgesucht werden muss. Ja, und dann für die Arbeit noch ein Diamantmesserschärfer von Victorinox. Und nicht zu vergessen hier noch Ohrenschützer für die Schussabgabe und Ersatzbatterien für die Stirnlampe. Ja, und als letztes habe ich dann hier noch, und das ist auch eine sehr gute Sache, weil es federleicht, so eine Isomatte von der Bundeswehr, die ist relativ dünn. Dann nehme ich die dicke noch zusätzlich zum Sitzkissen, zum Draufsitzen. Die kann ich aber auch mal ausklappen, wenn ich irgendwo Pirsch und liegend schieße oder kniend Arbeiter verrichten muss. Und die hier nehme ich, um meine Schuhe draufzustellen, wenn es Minusgrade hat. Im Rucksack selber haben wir dann auch nochmal zwei große Innentaschen, um zusätzlich Dinge verstauen zu können, dass sie nicht im Rucksack rumfahren. Und hier im Deckel oben ist auch nochmal ein Reißverschlussfach für Autoschlüssel und andere Dinge, die man nicht verlieren sollte. Ja, ich mache mir es jetzt noch gemütlich und rauche noch ein Pfeifchen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, das war's schon für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Hans. Ciao.